Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Counter-Strike Global Offensive. Offensive, egal, ihr wisst, wie ich das meine. Go. Wir gehen automatisch. So, wir spielen Nuke. Yes. Mal gucken, wie das wird. Schon länger nicht mehr gezockt hier, Counter-Strike. Wir sind wahrscheinlich voll die Vollpfosten-Noobs, Dauer-Noobs. Aber das seid ihr nicht anders gewohnt. Von mir, ne? Kaffee übrigens auch wieder am Start. 22.58 Uhr. Perfektes Timing, um Kaffee zu trinken. Naja. Aber mal gucken, wie lange die hier brauchen. Oh. Da Karte. No, wird das noch was brauche ich hier? Wird das was? Oder was? Jetzt, komm! Oh, ist ja ganz schön laut, ey. Egal. Was? Hogi Lennet, Xipübül, Löni. Egal. Alter Falter, warum ist dein Spiel so laut? Kann ich hier ohne Optionen? Spiel fortsetzen. Hilfe und Optionen. Audioeinstellung. Ja. Müssen wir mal gucken. Wie viel Geld habe ich denn? Gewehre? Nehme ich mir mal die mit. Das war's. Ach, man kann ja nicht rennen. Ach ja. Und durchs Fernrohr hier gucken kann man auch nicht. Kommst du schon noch gleich von hinten hier? Na? Steht der voll neben mir. Ja, wisst ihr Bescheid, ich bin Noob. Sehr toller Noob, wie ihr gesehen habt. Boah, das ist komisch, Counter-Strike zu spielen. Er wirkt alles so steif. Aber really steif. Oh Mann. Bam. Das war wohl nix. B, kann auch R drücken, fürs gleich nochmal kaufen. Gewehre. Kann ich mir nie leisten, ne. Nehme ich die Farmers mit. Ist immer noch 3er-Schuss? Ja. You hast Luck, dass ich dich nicht getroffen habe. Ach ja, wenn man ein Messer nimmt, kann man ja schneller. Auch Feuerstoß eben schon ausmachen. Böhm! Alter Falter, dieser gewaltige Fußbären-Power hier. Fünf Runden an der Zahl, wie wir da sehen, noch verbleibend. Wo bin ich denn? Ich bin ganz unten. Ja. Oh Mann. Machst du nix, ey. Ja, die Bombe, Mama, ey, die Bombe! Komm, gehen wir mal in die Innenperspektive von den Typen. Das war wohl nix. Ja, ich glaube, nee. Das wird die oberste Let's Fail-Folge überhaupt von mir. Aber nicht den Kopf hängen lassen. Eine Übung macht den Meister.
Werden wir dann sehen, ob das ja dann funktioniert hier, besser wird mit uns. Aber der Spaß zählte dabei, ne? Das ist ja wohl logischste Wurstlogik. Der Wurstlogiker, noch mehr Kaffee, damit der Benni noch mal brabbelt. Boah, wann habe ich letztes Mal Counter-Strike gezockt? Halbe Jahr, bestimmt schon wieder her. Da war ja viel Battlefield zwischen. Sehr, sehr viel Battlefield. Bam! Der ist tot. Tot. Gucken wir mal, hier Gewehre. Sauber, Granaten. Na, brauchen wir nicht. Level so. Level Bombe! Ja, ich habe kein Diffus-Kit dabei. Ah, wir gehen wieder hier lang. Trampelfahrt des Todes. Oh. Ich traue mich natürlich wieder hier, weil ich dann wieder als erstes sterben werde. Das ging schnell. Dachte mal, wir spielen direkt die Karte Nuke, weil Dust und Dust 2 ja immer gezockt wird. Ist mal was anderes jetzt. Welche Karte ich natürlich ziemlich geil finde, ist aber Geiselbefreiung dann, ist Office, sehr geile Karte, oder so, ne? Sehr schön. Noob, noob. Da war ja wohl nix. Ach, hast du Teambeschuss an. Okay. Ich sage jetzt lieber nichts dazu, weil ich bin kein Dude besser. Gar nicht besser. Überhaupt nicht besser. Gar nicht gut. Ich bin der Vollpfosten-Jub. Naja. Was? Ach ja, vier Runden noch. Mal gucken, wie das hier wird. Natürlich seht ihr natürlich lieber nur andere Leute die ganze Zeit und nicht mich selber spielen. Es ist quasi ein Counter-Strike. Wie sagt man? Commentary, Live-Commentary mit Mitspielen. Zwischendurch. Das ist aber der kleinere Part. Bomb was planted, Mama. Nächsten Mal wieder mit Facecam, wenn erwünscht, wenn es dann so ist und okay ist und habt ihr nie gesehen. Mach Kaboom. Oh, wie viele das 2 spielen wollen, ne? Machen wir mal das 2. Spielen aber erstmal nur die eine Runde, denke ich mal. Oh, ist schon vorbei. Jetzt vorbei, Mama! Ja. Toll. Und jetzt somit vielen Dank fürs Zuschauen.